Ich sag's euch ganz ehrlich, dieses Thema mit der Glock macht mich langsam aber sicher echt kürre. Jeder, der meine Videos verfolgt, jeder, der mich kennt, weiß, was ich von der Plattform Glock halte. Auch wenn ich selber eine besitze. Wirklich begeistert bin ich von dem Teil wirklich nicht. Woran liegt das? Nun, das liegt daran, es gibt keine andere Waffe, mit der so viele Menschen anscheinend tatsächlich Schwierigkeiten haben, die Pillen zentral ins Ziel reinzubringen, wie mit der Glock. Woran liegt das? Können wir alle nicht schießen? Sind wir alle nicht in der Lage, das Thema, die Fundamentals, also die Grundlagen des Schießens, mit einer Glock umzusetzen? Ich bin momentan so weit von verwirrt, was dieses Thema betrifft, dass ich hier schon mit einem guten Freund hier nahezu täglich am Telefon sitze, der genau dieselbe Problematik hat. Er hat jetzt einen Weg gezeigt bekommen, wie es vielleicht funktionieren kann. Es kann sein, dass ich einfach in den letzten Jahren mit meinen ganzen Videos über Griff und so weiter falsch gelegen habe. Oder nicht 100% auf der Spur war. Aber ich versuche das jetzt mal in diesem Video ein bisschen anders darzustellen. Vielleicht hilft es uns hier und da ein bisschen weiter. Und mich würde mal interessieren, wie ihr das macht, wo ihr letzten Endes für euch das Problem seht. Also, wir haben ganz normal meine Glock 17 Gen 4 FS. Sie ist leer. Sichere Richtung, leer. Ich habe hier ein Magazin mit einer Pufferpatrone. Das ist einfach nur, damit ich ein bisschen, ja, Abzug machen kann. So, was sagt uns denn eigentlich die alte Schule des Schießens? Hier müssen wir, glaube ich, immer ein bisschen unterscheiden. Es gibt einmal die Seite der Sportschützen, die dir sagen, du musst mit der Fingerspitze am Abzug sein. Das ist ja im Großen und Ganzen, mag das ja sein, wenn ich einen 1000 Gramm Abzug habe, aber nicht, wenn ich 2000, 2500 Gramm oder mehr habe bei einer Dienstwaffe. Da funktioniert das nicht. Das heißt, ich muss mit mehr Finger arbeiten und da fangen die Probleme an. Ich muss mit mehr Finger arbeiten, also bewege ich mein Fingerglied weiter auf den Abzug und damit tauchen die Fehler auf, nämlich, wenn ihr seht, was nämlich jetzt hier mit meinem ersten Glied passiert, es steht nicht mehr parallel zur Waffe. Korrekt wäre, wenn das erste Glied parallel zur Waffe und damit auch direkt zum Ziel sich ausgerichtet ist. So, wie mache ich das aber? Ich meine, ich kann meinen Finger nicht verlängern. Ja? So, wenn ich also jetzt die Waffe, so wie es eigentlich die alte Schule sagt, genau mittig zwischen Daumen und Zeigefinger halte, komme ich hier fast gar nicht an den Abzug dran. Guckt euch das mal an. So, das heißt, ich habe ja gar keine andere Wahl, als meine Hand zu drehen. Richtig? So, das heißt, ich muss die Waffe quasi aus dem Zentrum ein bisschen rausnehmen, dass ich da sitze im Großen und Ganzen, damit ich mein Fingerglied, das letzte hier hinten, das dritte, gerade positioniert bekomme, parallel zur Waffe. Diese Position nehme ich jetzt mal ein. Ich bin nicht mehr zentral in der Mitte dazwischen. Aber das scheint auch nicht so elementar wichtig zu sein. Denn das, was wichtig ist, ist, dass der Arm gerade hinter der Waffe liegt. Neue Erkenntnis. So, der zweite Punkt ist, wenn ich jetzt meine Hand, meine Stützhand, nach unten rotiere, ja, ich gehe jetzt mal wieder in diesen Griff zurück, wie ich es vorher hatte. So, und jetzt guck mal, was mit meinen Fingern passiert. Die sind gar nicht mehr mittig, die sind gar nicht hier. Der hier ist weiter hinten. So, und damit verändere ich schon wieder den Rückstoß. Aber diese Finger sollen auf einer Höhe sein. Also drehe ich meine Hand, damit komme ich wieder dran und guck mal dann. Daumen und Zeigefinger auf einer Höhe. Aha-Effekt. So, das ganze Ding so hoch, wie es nur irgendwie geht. Daumen, Zeigefinger und etwa auf einer Höhe. Ich komme an den Abzug dran. So, jetzt habe ich das Problem, mein Korn ist links weg. Was ist denn jetzt? Diesem kann man entgegenwirken, indem ich jetzt hingehe und ich kippe einfach meine rechte Schulter nach oben. Habe ich sie unten, ist das Korn links. Kippe ich meine Schulter ein Stückchen nach oben, bin ich mittig mit dem Korn im Lichthof drin. Komplett neue Erkenntnis, sage ich euch ganz ehrlich. Der eine oder andere wird jetzt wieder sagen, ach, das hier, das ist doch alte Schule. Ja, aber sorry, das ist doch genau das Grundsatzproblem bei uns im Schützenwesen. Wie viele Schützen gehen tatsächlich hin, sind in der Lage und gewillt, Anfängern wie auch Fortgeschrittenen die Fehler aufzuzeigen, die sie machen? Was bringt es mir denn, wenn ich permanent eine falsche Schießhaltung habe?
Und ich permanent dieses versuche zu kompensieren, indem ich eine Kimme, jetzt im Fall einer starren, komplett nach rechts rüber dengel. Oder eine verstellbare komplett das Blatt nach rechts rüber zieht, dass es hier komplett über der Waffe drüber schaut. Was bringt mir das denn? Damit löse ich doch mein Problem als solches nicht. Die Waffe, die schießt geradeaus. Der Schütze tut es nicht. Mit der Kimmenverstellung kannst du hingehen und kannst sagen, ich verstelle dir jetzt mal die Kimme so, dass ich spiegelaufgesetzt bin, um einen anderen Haltepunkt zu erzielen. Aber damit korrigiere ich keine Schießfehler. Das muss man erstmal verstehen. Und es dauert bei manchen länger, bei einem anderen ein bisschen schneller, das zu verstehen. Mann, ein Praxistest bleibt bei mir noch aus, wie das jetzt hier funktioniert. Aber ich bin eigentlich relativ guter Dinge. Ich werde das morgen mal versuchen. Ich werde es auch am Sonntag nochmal versuchen. Mal gucken, wie sich das beim Schießen anfühlt. Ja, wie gesagt, mich interessiert auch mal, wie ist es denn bei euch? Ja, wie gesagt, die Kanone hinten im Beavertail ein bisschen aus der Mitte rausgenommen. Damit komme ich schon wesentlich besser an den Abzug dran. Ich kann eine gerade Bewegung nach hinten hinkriegen. So, meine Stützhand so positioniert, dass Daumen und Zeigefinger auf parallel zueinander verlaufen, beide gerade zum Ziel hindeuten. Und auf einer Höhe Daumenkuppe zu Fingerkuppe sind. Und dann Schulter ein bisschen angehoben. Und wir sind drin. So die Theorie. Ob das jetzt tatsächlich funktioniert, das werden wir sehen. Auch inwiefern die Abzugsmodifikation etwas bringt. Auch das werden wir sehen. Es bleibt spannend. Das heißt, ich mache jetzt hier eine neue Reihe der Videos auf. Und zwar Kens Glock-Tagebuch. Ich glaube, anders, da kann ich es nicht mehr machen. Ken und die Glock. Freundschaft plus. Ist ein Scheißding. Sorry. Ich kann es nicht anders sagen. Es gibt keine andere Kanone, die so viele Fragen aufwirft, so viel Konfusion verursacht und anscheinend so kompliziert und schwierig zu meistern ist, wie die Glock. Es ist erstaunlich. Aber ich bin dran. Ich habe mich mit meinem Büchsenmacher Timo auf das Spiel eingeladen und ich ziehe das jetzt durch. Sie steht auf meiner Karte. Von daher, weggeben kommt nicht in Frage. Das heißt, ich muss jetzt ums Verrecken lernen, damit umzugehen. In diesem Sinn, wir sehen uns. Eure Meinung hierzu, was ich euch gerade erklärt habe, interessiert mich auf jeden Fall. Und es kommen noch ein paar coole Videos jetzt die nächsten Tage für euch raus. Stay tuned.